Beim SV Walsgrünau, da ist es nie wirklich einfach. Erinnern wir uns an das Heimspiel zurück, da wurden sie ja nur ganz knapp geschlagen. Und das muss man auch im Hinterkopf behalten. Seither haben die Flachgauer eine tolle Serie hingelegt. 7 Siege und 2 Remis ungeschlagen. Sensationell, und die sitzen der Austria immer noch im Nacken. Das weiß auch die Mannschaft, und die beginnt mit viel Druck, kommt aggressiv aus der Kabine, kämpft um jeden Ball. Wirklich eine der besseren Startphasen in dieser Meisterschaft. Walsgrünau, die verstecken sich auch nicht, kommen immer wieder schnell zum Konter, aber meist verhindert viel Einsatz, dass wirklich Gefahr für den Kasten von Austria-Keeper Manuel Kallmann entsteht. Was hier nach so gemächlichem Spielaufbau ausschaut, das ist mehr oder weniger die Kontrolle des Spiels. Die Austria hier von Beginn an überlegen, kontrolliert den Ball, sucht die Lücke, und dazu braucht man manchmal eben auch ein wenig Geduld. Und dann muss es wieder schnell gehen, so wie hier. Kogler klärt in der Mitte. Freistoß durch Federer. Und der Ball landet bei Kallmann. Schneller Abschlag. Das ist was das Austria-Spiel ja durchaus auszeichnet. Joey Zottl auf Schweighofer, der ist nicht im Abseits. In der Mitte geht Zottl mit. Und per Kopf, 9. Minute. Joey Zottl zum 1:0 für die Austria. Ja, man könnte sagen, hat sich abgezeichnet. Die Austria hatte hier einige gute Momente. Trotzdem, gut gemacht. Hier sieht man Marinko Sorda. Ja, gewisse Aggressivität ist ihm nicht abzusprechen. Und genau, drückt aufs Tempo. Die wollen jetzt natürlich den Ausgleich. Flo Wiedl wird hier unsanft verräumt. Petrit Nika, der Übeltäter, auch wenn er es gar nicht glauben mag. Freistoß für die Austria. Die Austria stört in dieser Phase immer sehr früh den Spielaufbau der Grünauer. Das führt zu Situationen wie dieser. Abschlag unter Druck von Grünau-Keeper Tim Saller. Der landet im Out. Bernhard Kletzl, der hat auch schon mal glücklicher ausgesehen. Zufrieden durchaus die Austria-Fans. Corner durch Hödel. Ball im Strafraum. Irgendwie kriegen sie ihn dann weg. Landet er wieder bei der Austria. Ja, viel Einsatz auf beiden Seiten. Der Platz in Grünau, der ist gut zu spielen, an manchen Stellen ist aber trotzdem etwas glatt. Ja, Einsatz an der Grenze des Erlaubten hier durch Pössl. Dann sehen wir diese Szene. Da kommt ein Grünauer frei zum Schuss, der Ball setzt vor Kallmann nochmal auf. Petrit Nika war es, 20. Minute, Ausgleich. Wieder alles offen hier auf der Sportanlage in Grünau. Toller Einsatz von Grünau-Captain Schnöll. Ball landet beim Austria-Captain. Weiter geht's, der ist hier ausgerutscht. An dieser Stelle ist das Spielfeld etwas rutschig. Auch Wiedl kommt hier von den Beinen. Da springt Tainer der Ball an die Hand. Da hätte es eigentlich aussehen sein müssen. Naja, sieht eher nach Eishockey aus. Schiri Baumann stört das aber in dieser Phase noch nicht. Der Grünauer Konter läuft und Kogler unterbindet ihn. Na, mit Hilfe von Schweighofer. Das sieht alles danach aus, als wäre der Ball im Seitenout. War aber offenbar nicht. Kogler erkennt das. Schweighofer nach vorne, dann wird er von den Beinen geholt. Freistoß für die Austria. Und Tor, Hausberger, Matthias Hausberger. Der lange Verteidiger war es. 24. Minute, wir sehen es hier nochmal in der Wiederholung. Hält den Kopf hin und sorgt wieder für die Führung der Mozartstädter. Die Austria, die drückt. Man will hier wirklich, und das ist der Mannschaft anzumerken, gleich mit vollem Einsatz reingehen. Das mit dem vollen Einsatz und reingehen, das haben die Grünauer allerdings auch drauf. Wird zeitweise etwas rustikal. Freistoß von Hödel, aber zu zentral aufs Grünauer Tor.
Jetzt schon wieder großer Druck. Sind Szenen, wie sie gegen St. Johann zuletzt auch in Tore umgemünzt werden konnten. Ja, wieder eine Attacke von Federer im Eishockey-Stil. Gelbe Karte, sagt der Schiedsrichter. Gar keine Diskussion, auch nicht beim Linienrichter. Freistoß durch Marco Hödl. Gefährlich. Bleibt allerdings beim gleichen Spielstand. Marinko Sorda. Ein schlechter Pass von Manuel Kreinz. Federer fackelt da gar nicht lange. Vor auf Schnöll sein Pass, aber mit vereinten Kräften schaffen es die Austrianer, sich aus dieser Situation zu befreien. Und jetzt läuft auf ihrer Seite der Konter. Zieher raus auf Kogler. Kogler auf der Seite vor zu Schweighofer. Der sieht Joey Zottl in guter Position. Tor für die Austria 1:3. 33. Minute. Zweiter Treffer für unseren bayerischen Angreifer. Schön gemacht. Und weiter geht's. Die Austria immer noch am Drücker. Zottl auf Sturmpartner Marco Hödl. Ballverlust und jetzt geht's wieder schnell. Großes Tempo bei den Grünauern, aber gut aufgepasst von Theiner. Und irgendwie wird auch diese Situation entschärft. Läuft viel über das Kollektiv, viel über den Kampfgeist auf beiden Seiten. Wirklich viel Tempo auch in dieser Partie. Sehenswerter Regionalliga-Fußball. Federer, der ist über weite Strecken das Um und Auf im Spiel der Grünauer. Und auch die Nummer 14 Schnöll bringt sich immer wieder sehr gut in die Offensive ein. Wir haben es leider nicht im Bild, aber der Schiedsrichter hat es gut gesehen. Freistoß für die Austria, gelb für einen Grünauer. Freistoß für die Austria, Marco Hödl wird den treten, bringt ihn rein. Unhaltbar, im Tor versenkt, Eigentor allerdings. Manuel Haug, 43. Minute. Macht nichts aus Austria-Sicht, der Treffer zählt natürlich. Leid tun kann einen der Torhüter. Team Salah hier vollkommen ohne Chance. Ja, richtig gut aufgedreht in dieser ersten Halbzeit. Wir sind ja kurz vor der Pause. Dann kommt auch der Schlusspfiff von Schiedsrichter Baumann. Mit 4:1 Führung in die Kabine. So kann es weitergehen. Ja, ganz so, das muss man klar sagen. Geht's in der zweiten Halbzeit nicht weiter. Der Austria, der geht ein bisschen der Druck verloren. Dieser unbedingte Wille, der die Mannschaft noch in der ersten Halbzeit ausgezeichnet hat, den bringt man nun nicht mehr so wirklich aufs Feld. Sind hier trotzdem den einen oder anderen schönen Angriff. Kopfball, Zottl, den hätte er machen müssen. Das weiß er auch genau. Die Austria schickt sich an zu wechseln, neue Kräfte sollen rein und dann Grünau, 2:4. Fuchs Teufelswild ist Kallmann, Petri Knicker in der 60. Minute mit dem Treffer für seine Grünauer. Gewechselt wird trotzdem Seiler und Rachmanovic kommen für Sorda und Wiedl. Nächste Chance. Ja, weiter hilft einfach nicht. Bemühungen der Grünauer, die drehen sich oftmals um die eigene Achse. Austria ist nach wie vor überlegen, aber eben nicht mehr ganz so spielbestimmend. Ja, zu viel Platz darf man diesen Grünauern auf keinen Fall geben. Die sind nicht von ungefähr in so einer guten Tabellensituation, zeigt sich auch bei dieser Möglichkeit. Freistoß ausgeführt durch Darko Boricic, der ist kurz zuvor eingewechselt worden. Ball kommt da in den Strafraum, wird geklärt. Rachmanovic und drinnen ist der Ball.
Schöner Treffer. Und immer schön, ihm beim Jubeln zuzusehen. Abklatschen mit der Mannschaft und dann schickt Joey Zottl ihn zum Trainerteam. Auch dort für den Einsatz bedanken. Aber Moment, irgendwas stimmt da nicht. Ja, Schiedsrichter Baumann erkennt den Treffer nicht an. Hausberger, der war in Abseitsposition, soll den Ball hier noch berührt haben. Ja, so ist's eben manchmal im Fußball. Ja, auch wenn die Zeit bereits fast abgelaufen ist, die Grünauer bleiben damit noch irgendwie im Spiel. Denn eines, das kann man fix annehmen. Gelingt den Grünauern noch ein Treffer, dann brennt die Hütte hier richtig. Dann allerdings 90. Minute, glattrot für Waldring, Kadria. Überhaupt keine Diskussion für Schiedsrichter Baumann. Auch wenn die Grünauer das gar nicht glauben können. Kadria hat hier ganz einfach nach Matthias Theiner getreten. Wir zeigen gleich die Bilder vom Oberschenkel. Gar nichts war das sicher nicht. Und das können wir tun, weil das Spiel dann vorbei ist. 90. Minute, 2:4 steht auf der Anzeigetafel. Weiter geht's für die Salzburger Austria. 3 wichtige Punkte. Gut gemacht. Christian, ein Spiel mit 2 Halbzeiten. Erste Halbzeit hui, zweite ein bisschen wie zäher Kaugummi. Trotzdem wichtige 3 Punkte. Insgesamt ein zufriedenes Fazit von dir oder gibt es da noch viel zu machen? Na, ich bin froh und glücklich, dass wir die 3 Punkte geholt haben. Wie du schon gesagt hast, gut analysiert. Die erste Halbzeit, denke ich, war top. Zweite Halbzeit nicht so, aber das gibt es dann auch mal. Summa summarum, denke ich, war es ein verdienter Sieg von uns und 3 extrem wichtige Punkte. Grünau haben wir mehr als distanziert und Bischofshofen muss erst morgen gewinnen. Du hast gerade gesagt, du hast hier noch nie verloren, heute auch 2 Tore. Ja. Zufrieden? Im Großen und Ganzen, ja, natürlich, wir haben gewonnen. Trainer hat uns vor dem Spiel gewarnt, dass es ein extrem hitziges Spiel wird und ich glaube, er hat uns gut darauf eingestellt. Erste Halbzeit, glaube ich, haben wir es extrem gut gemacht im Kollektiv, haben schnell viele Tore mal gemacht, waren effizient, haben unsere Chancen genutzt. Zweite Halbzeit war ein bisschen Larifari von uns, sind relativ träge rausgekommen, haben es dann nicht geschafft, den einen oder anderen Konter zu Ende zu fahren. Dann machen sie es 4-2, wird nochmal ein bisschen spannend, wird hitzig, die Fans, wird ein bisschen robuster, aber ich glaube, alles in allem ist der Sieg relativ verdient. Wie erklärt man sich das, dass man so in der zweiten Halbzeit den Anschluss verliert, dass die Bissigkeit und die Aggression in der Kabine bleibt und man sich da erst wieder langsam reinkämpfen muss? Puh, ist schwer zu sagen. Ich glaube, wir sind halt einfach als Kollektiv, 1 Meter haben wir uns immer von Minute zu Minute zurückpressen lassen. Dadurch wird natürlich auch der Weg zum gegnerischen Tor ein bisschen weiter. Dann hat die letzte Passqualität im letzten Drittel gefehlt. Der letzte Ball kam nicht an oder die letzte Flanke. Oder auch wie bei mir, da mache ich halt nicht den Sack zu und dadurch bleibt es halt immer spannend. Und dann wird es halt ein bisschen hitzig und dann muss man sich da durchbeißen. Aber 90 Minuten, 4 Tore, 2 mehr als der Gegner, 3 Punkte. Ich glaube, das ist okay. Das war richtig stolz.